Hallo, ich bin Marvin hier für musikmachen.de und ich zeige euch heute das IK Multimedia ARC 2, das Advanced Room Correction System, welches nicht ganz so tolle Abhörsituationen zu Hause oder im Studio korrigiert. Und zwar mittels dieses Mikrofones hier werden die Raummoden gemessen, also die Frequenzen im Raum, die entweder zu laut oder zu leise sind. Und anschließend wird daraus ein Frequenzgang berechnet, den man mittels Plugin in den Master-Signalweg oder den Monitor-Signalweg einfügen kann. Und so nicht so tolle Frequenzen bzw. zu laute, zu leise Frequenzen korrigiert. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Das Programm installiert und gestartet lande ich hier auf diesem Bildschirm, der mich quasi einmessen lässt. Ich wähle mein Mikrofon aus, wähle meine Inputs aus und muss jetzt die Lautstärke vom Mikrofon hier anpassen. Dazu spiele ich diesen Testton ab. Signallevel okay, gehe auf Next und dann kommen wir zu den Messungen. Man braucht mindestens 7 Messungen, um den Raum quasi einmal vollständig einzumessen. Man kann auch gerne mehr machen, empfiehlt sich auch. Bis zu 16 Messungen sind möglich und die werden um den Sweet Spot, also quasi genau in der Mitte der Abhörposition auf Ohrenhöhe positioniert. Und es gibt in der Anleitung verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Man kann sie zum Beispiel einfach symmetrisch drumherum anordnen. Das werde ich jetzt einmal machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, ich habe die Messung jetzt durchgeführt und hier in Ableton den ARC in meinen Signalweg reingezogen. Und dann sehe ich hier, quasi grün ist die Target-Kurve, so wie der Sound im optimalen Falle sein sollte. Before ist die Kurve, die gerade gemessen wurde. Also mit meinen 7 Positionen hier kann ich quasi sehen, wo die Raummoden da abweichen, wo sie es nicht sollen. Und mit After, also mit dieser weißen Kurve hier, habe ich die Flat-Target-Kurve in den Signalweg reingezogen. Correction ist an und die Raummoden werden dementsprechend angeglichen. Ich lasse einfach mal was laufen, erst ohne Correction. Jetzt schalte ich Correction dazu. Und man hört ganz deutlich, wie ARC hier in meinen Sound eingreift. Dann natürlich je nach Studiosituation ganz individuell. Es gibt noch die Möglichkeit, verschiedene Kurven einzustellen. Ein High-Filter-Roll-Off, Flat mit Kompression. Ich kann mir sogar eigene Custom-Wellenformen zusammenstellen und ich kann hier beim Virtual Monitoring verschiedene Monitorboxen auswählen, sodass, wenn ich eine Abhörsituation mit mehreren Boxen habe, ich quasi pro Speaker die Kurve angleichen kann. Sehr praktisches Ding. Kostet ungefähr 250 Euro. Ob man es braucht oder nicht, ist halt davon abhängig, ob der Raum gut klingt oder nicht. Ausprobieren kann man es auf jeden Fall mal. Macht euch am besten selber ein Bild und wir sehen uns beim nächsten Mal auf musikmachen.de.